Good morning, everybody. Yo, what's up, YouTube? Dirty D back in the house. Oder auf Deutsch gesagt, der schmutzige Daniel. Daniel the Dirty ist wieder am Start. Ja, ich zeige euch heute mal, wie ihr euren alten PC, oder wie ihr besser gesagt, egal welchen PC, egal ob der 5 Jahre alt ist, neu ist, in einen Amiga verwandeln könnt. Amiga is my friend. Okay, ihr braucht dazu eigentlich, erstmal braucht ihr klar einen ganz normalen Amiga-Emulator. Den kriegt ihr einfach auf der Internetseite. Da googelt ihr einfach, ich habe WinUAR, ihr könnt also WinUAE nehmen oder ihr könnt dieses Ami-Kit nehmen, das ich mir runtergeladen habe. Da gebt ihr einfach bei Google Ami-Kit ein und dann könnt ihr es downloaden. Deswegen gehe ich jetzt hier in das Verzeichnis. Ich habe mir das schon runtergeladen. Hier, das ist Ami-Kit Setup 1.6.0. Das ist die aktuelle Version. Seht ihr, wann ich es runtergeladen habe. Das war gestern um 23.45 Uhr. Und das werde ich jetzt hier installieren. Ja, dann kommt, also das bei Windows 7 kommt ganz normal die Abfrage hier wieder. Ja, ausführen. Ja, mach halt. Komm. Okay, jetzt machen wir hier das mal weg. Dass ihr das alles hier schön sehen könnt. Live dabei seid. Willkommen zum Ami-Kit Setup Assistant. Dieser Assistent wird jetzt Ami-Kit 1.6 auf Ihrem Computer installieren. Sie sollten alle anderen Anwendungen beenden, bevor Sie mit dem Setup fortfahren. Weiter zum Fortfahren? Abbrechen! Zum Verlassen! Klicken Sie auf Weiter. Blablabla. Lizenzvereinbarung. Blablabla. Hier. Weiter. Dann müsst ihr natürlich noch das Verzeichnis auswählen. Wohin soll Ami-Kit installiert werden? Ja, ich installiere das mal auf die Scheiße, auf mein externes Laufwerk, auf Laufwerk G. Deswegen kriegt es auch bei mir ein extra Verzeichnis G, Ami-Kit. Das Setup, ja, mach mal, genau. Desktop-Symbol erstellen, jo, mach mal. Genau, und jetzt mach mal, jetzt hat. Also, Time when unpacked! Denn ich werde sicherlich mal ein paar ältere Spiele, egal ob die jetzt auf dem Amiga waren oder auf dem PC erschienen sind, werde ich ganz sicherlich noch ein bisschen zocken. Vielleicht werde ich auch davon mal ein paar Videos machen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, denn ich bin irgendwie momentan mit meinem Kanal und allgemein hier nicht so ganz so zufrieden. Viele andere Sachen plagen mich gerade ein bisschen, zum Beispiel auch unter anderem auch meine Internetleitung, die wirklich das absolut beschissen ist momentan. Und ich habe jetzt gerade eine neue Internetleitung bestellt, aber die dauert noch ein bisschen, bis ich da freigeschaltet werde. Es wird keine DSL-Leitung mehr sein diesmal. Ich kriege nämlich diesmal mein Internet über Satellit dann. Da werde ich angeblich bis zu 20 Mbit im Download haben und bis zu 6 Mbit im Upload. Oh, was ich für Sessions gemacht habe mit meinem Cousin, das war nicht mehr normal. Der auch mit seinem Amiga 500. Ich hatte auch damals, erst hatte ich einen Amiga 500. Und ein bisschen später habe ich mir einen A2000er gekauft. Den es eigentlich so gut wie nie gab. Der eigentlich in Deutschland sehr, sehr selten war. Verbreitet war auch der Amiga 3000. In Amerika und der Amiga 1200 habe ich gesehen, also emulieren tut er hier auch sehr gerne den A500, A500 Plus, dann den A1200, Amiga irgendwas 3000 und Amiga 4000. Das ist also seltsamer, von den Teilen weiß ich gar nichts mehr, irgendwie kann ich mich daran nicht mehr so erinnern. Ich weiß, A2000, das war auch so ein, eigentlich schon, kann man sagen, fast ein halber PC, sieht aus jetzt genauso wie ein PC, hat auch so einen Turm. Und da war halt dann auch das 5,5 Zoll Laufwerk, war glaube ich verbaut, konnte man verbauen, 3,5 Zoll Laufwerk, ganz normal halt. Wie bei einem alten, bei einem uralten PC. Und dann ging's ab. Dann ging die Party ab, dann hat man das Ding eingeschaltet. Und dann kam da schön, ich glaube, so eine kleine Hand. So eine kleine Amiga-Hand kam und dann, hau rein, gib ihm. Sozusagen, ja. Und da war halt dann wahrscheinlich auch eine Hauptplatine verschraubt, eine kleine Platte, Arbeitsspeicher. Und das war's. Momentan fehlt's halt ein bisschen an der Money für was Neues. Leider, ich muss da momentan ein bisschen mehr und leider ein bisschen den kürzeren ziehen und hier momentan erstmal um meine eigenen privaten Sachen kümmern.
muss dann halt die Neuanschaffung eines PCs leider ein bisschen hinten dran warten und auch neue Games. Deswegen bin ich da momentan absolut nicht auf dem neuesten Stand auch bei den Spielen. Ich war zwar auf der Gamescom, ich habe aber wirklich, muss ehrlich sagen, ich war, es war erst, er war es genagelt voll. Es war wirklich genagelt voll. Ich bin am Sonntag dort gewesen, von circa 10:30 bis um, ja, kurz vor 15 Uhr. Da musste ich auch schon wieder gehen, leider. War recht kurz. Kleiner Aufenthalt. Es war wirklich genagelt voll. Ich war bin halt auch einmal durch alle Hallen durchgelaufen und das war's eigentlich. Ich habe nichts angespielt, nichts. Ich habe halt nur die Sachen betrachtet, die halt so da waren. Und ja, haben wir halt einmal ein bisschen angeguckt. Beim Rocket Stand und beim Razer Stand, da ging mal gar nichts ab irgendwie. Also ich muss ehrlich sagen, bei manchen Ständen, wo letztes Jahr richtig Party war, da war dieses Jahr eigentlich, kann man fast sagen, tote Hose. Oder relativ tote Hose, also im Vergleich zum letzten Jahr, da ging echt, da war um einiges, muss ich sagen, ein bisschen mehr Stimmung da, also war für mich jetzt der Eindruck. Ansonsten, ja, es war genagelt voll, Verpflegungspreise waren genauso wie letztes Jahr ziemlich, ziemlich knackig. Naja, und dann, ich warte jetzt immer noch, die Installation ist immer noch nicht fertig. Ja, und das war es eigentlich so, viel gesehen, ich habe auch nichts angezockt. Was mich eigentlich interessiert hätte, wäre halt ein bisschen der Elder Scrolls Online. Das hätte mich interessiert. Leider konnte ich mir Dings Titanfall und Witchstone so ein paar Sachen, die mich vielleicht auch so ein bisschen noch vielleicht interessiert hätten, nicht angucken oder mich näher informieren. Ansonsten FIFA 14, nee, danke, ist nicht arg viel Veränderung zu FIFA 13. Ich habe zwar ein bisschen gesehen und so, aber habe da nicht großartige Veränderungen feststellen können. Grafik haben sie vielleicht nochmal ein bisschen aufgebaut, aber das war's. Ist immer noch das gleiche Spiel wie vor damals schon, vor 99 eigentlich. Nur bessere Grafik und halt vielleicht die Kommentare ein bisschen verbessert und alles. Mehr ist es eigentlich nicht. Ich frage mich nur, wo soll das eigentlich noch hingehen langsam? So im PC-Bereich. Ich meine, jetzt irgendwann mal gibt es auch bei der Grafik irgendwann mal ein Ende. Ich meine, was willst du noch besser als HD machen? Full oder Full HD machen? Ich weiß es echt nicht. Also, ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu schreiben, was ihr darüber denkt. Also, ich denke mal, es wird vielleicht ein, also, so sehe ich das vielleicht, dass demnächst wirklich irgendwas kommt, das dann absolut wieder revolutionär wird im Vergleich zum PC. Absolut revolutionär. Und es wird dann halt so wieder einschlagen wie eine Bombe. Und das wird dann halt auch am Anfang erstmal, ja, vielleicht nicht ganz so supported, aber dann halt so richtig, wenn der Boom so langsam ansteigt, dann wieder richtig abgehen wird, denke ich mal. So denke ich jetzt mal. Also es ist meine Vermutung. Weil ich denke mal, der PC, der hat auch so langsam ausgedient. Ist jetzt meine Befürchtung. Es muss nicht heißen, aber ich denke es halt mal. Oh, ich sehe gerade, er scheint fertig geworden zu sein. Ja, wenn dir dieses Projekt gefallen hat, könntest du natürlich das Projekt auch unterstützen. Einfach eine Spende auf die Internetadresse, bla bla bla. Und wer hat bei dem Projekt alles oder wer bereits alles gespendet hat. Die Spende werden natürlich gelistet hier. Und danke für eure Unterstützung und dann drücken wir auf weiter. RAM-Feinstart helps to install required ROMs. Ja, machen wir mal. Fertigstellen. This program searches your hard drive for a suitable ROM. AmiKit needs ROM V315. Please press the search button. AmiKit, ja gut, da muss ich jetzt im Internet suchen. Deswegen machen wir das halt schnell. Also das Setup-Programm, das verlangt jetzt also praktisch, das ROM heißt sozusagen, das ist das Betriebssystem vom Amiga. Das benötigt er jetzt hier und er braucht hier eine AmiKit ROM 3.1 Version. Ich kann jetzt mal gucken, ich habe zwar alte, ich hoffe mal, die funktionieren, ansonsten muss ich googeln. Also ich habe zwar schon ROMs, also diese Betriebssysteme, da habe ich hier Amiga-Files, seht ihr ja schon, KS-ROMs, probieren wir mal die, ob die funktionieren, Current Directory, ROM-File-Name, Search, ja, also er hat sie gefunden anscheinend,
Raumfall nehmen. Er nimmt jetzt einen. Er will jetzt unbedingt was? Er will jetzt unbedingt einen Amiga 1200 nehmen. Na, ich wurde. KS ROMs. Ja, okay. Modified. Modified heißt modifiziert, aber. Keep searching. Ja, warte mal. Ich will einen Amiga. Wenn, dann nehme ich Amiga 3000. Oder mach mal gleich. Ja, 4000. Okay, mach mal. Nehmen wir mal das. Install. Run. Also, so sieht das Programm dann aus hier. Amikit. Ich werde es nachher noch ein bisschen verkleinern, praktisch im Video. Da werdet ihr dann praktisch nur den Umriss sehen. Ihr seht ja hier jetzt, dass die Desktop-Verknüpfung da im Hintergrund. Documentation, Configure, Win, UAE, brauche ich nicht. Und dann machen wir mal Run. Dann machen wir mal, starten wir mal das Gerät hier. Dann seht ihr jetzt, please select the installation language. Sollen wir es auf Englisch machen oder wollt ihr es auf Deutsch sehen? Ja, ich mache mal Deutsch, damit das alles. Das ist jetzt praktisch sozusagen da unten, seht ihr, das sind die FPS-Anzeige, Power, HD. Wie viel CD-ROM-Laufwerke anscheinend? Da gab es sogar schon CD-ROM-Laufwerke. Wow. Okay, dann machen wir mal Deutsch. Willkommen zu Amikit. Original Amiga OS3-Dateien werden benötigt, um Amikit zu benutzen. Sie sind nicht Bestandteil dieses Pakets. Vom welchem Medium sollen diese System kopiert werden? Amiga Forever CD DVD AF installed. If your computer doesn't have any CD DVD drive, mount the selected CD image with system files into a virtual drive and restart Amikit. Or if Amiga Forever is installed, Amiga Forever is available from HTTP. AmigaForever.de. Gut, dann gehen wir mal da auf die Internetseite. Also dieses Scheißding muss ich wohl doch noch anscheinend installieren, damit das Ding auch läuft. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal an der Stelle ganz kurz die Aufnahme pausieren. Bis gleich! Ich habe es endlich hinbekommen und habe Amiga Forever mir runtergeladen und installiert. Jetzt seht ihr in meinem Desktop hinten, da steht, da ist schon der Link drauf. Deswegen mache ich jetzt hier AF installed. Das heißt, ich habe mir Amiga Forever schon installiert. Richtig. Amikit ist bitte warten. Kopiere die unter Copyright stehenden also Systemdateien. Bitte warten. Bitte warten. Ja, ihr seht ja, da unten blinkt schon die Powerleuchte und HD-Leuchte. Das kann jetzt ein bisschen dauern, weil das ist schließlich ein Uralt-PC. Was heißt eigentlich kein Uralt-PC? Ist ja doch Vorgänger vom PC, kann man sozusagen sagen. Eigentlich, ja. Der Amiga war eigentlich so, also ab dem Amiga 2000 oder 3000 kann man eigentlich sagen, war das der Vorgänger vom PC, kann man eigentlich sagen, ja. Einem eigenständigen Betriebssystem. Ja, also am leichtesten ist es, wie gesagt, ihr holt doch einfach WinUAE. Damit habt ihr eigentlich keine Probleme und dann tut ihr einfach einen Amiga 500 dadurch emulieren, weil das geht am leichtesten, weil wenn ihr die anderen Sachen ausführt, Amikit steht am besten in 1024x700 oder einer höheren Auflösung aus. Man kann auch später ändern mit Hilfe von ja, ich habe. Du kannst ruhig 1280 mal 1024 machen. Ja. Ja, gerne. Ja, du kannst auch 1600 mal 1200 machen. Ja. 1200, ja, dann mach 1280 mal 1024. Magellan 2, was? Select the default environment for Amikit. We strongly recommend Magellan 2 as it is the most in Amikit. Ja, mach halt. Ich nehme einfach mal das Bit Enter, das wir drücken, um Amikit zu starten. Ja, machen wir das doch mal. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Loading. Ich hoffe, ich bin noch da. Und ich hoffe, dass die Aufnahme auch noch da ist. Also er startet jetzt praktisch sozusagen, ja, das ist der Bildschirm, not downloaded for you. Das ist das geil. Geil. Oh, ist das cool.
Das ist ja nicht schlecht, der Wookie, der heißt Simple Melee Rouser. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Ist ja geil. Oh Mann, ist das geil. Ey, nicht schlecht, ja. Okay, was? Download now. 1.6 Punkte. Was? Will attempt to download all your package. Ja, mach halt. WHD load ja alles, boah. Ja, das sind halt irgendwelche Sachen jetzt, irgendwelche Programme, die da einfach mit, die halt mit AmiKit dazukommen. Ich habe jetzt gesagt, er soll einfach mal alles runterladen, was er da gerade so findet. Und ich denke, das ist auch hier ein guter Augenblick, eigentlich mal die Aufnahme auch zu stoppen. Denn das war's eigentlich. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, wie was funktioniert, schreibt mir einfach an oder schreibt es in die Kommentare. Ich sag schon mal ciao, bye bye.